Und es geht wieder weiter mit einer Analyse zu Digimon Adventure Doppelpunkt Psy Folge 48, Mugendramons Angriff. Diese Folge war ehrlich gesagt wieder richtig scheiße. Es tut mir leid, ich wünschte auch, dass es mal wieder ein paar Folgen geben würde, die okay wären. Gut wäre natürlich besser, aber nee. Es fing damit an, dass Leomon mit den Kindern einfach so Kontakt aufnehmen konnte. Die Begründung war, dass Eldoradimon jetzt bei ihnen aufgetaucht ist und dass auf einmal aus seinem Rücken ein Schloss gewachsen ist und dort waren Kommunikationsgeräte und dadurch konnten sie dann mit diesen Geräten, mit dem Digivice der Kinder Kontakt aufnehmen. Ja, toll. Wozu? Eigentlich haben sie nichts wirklich Wichtiges, Interessantes gesagt, sondern nur, ja, ihr müsst Millenniumon besiegen. Langweilig, wissen wir schon. Aber hey, es ging noch weiter. Die Kinder sind jetzt endlich in Phaga angekommen. Und sofort tauchte dann Mugendramon auf. Ja, wer hätte es gedacht. So, die Vardemon waren dann auch ein bisschen da und haben dann ganz kurz mit den Kindern geredet. Aber so wirklich viel Interessantes haben sie nicht gesagt. Sie haben halt gesagt, dass alles nach Millenniumons Willen geschieht. Dann haben sie halt gesagt, dass Mugendramon eben aus den Digimon besteht, die Millenniumon damals besiegt haben. Ja, sie haben Szenen von dem alten Krieg gezeigt und ja, sie meinen natürlich auch diesen alten Krieg, aber irgendwie waren es trotzdem nur die ganzen Digimon der Jungs, ja, die halt eben vorher ja schon in Sephirothmon drinne waren, aber Chimeramon haben wir nicht gesehen, sondern Mugendramon und es macht halt einfach überhaupt keinen Sinn und die Vardemon behaupten dann natürlich auch, dass Mugendramon der stärkste Digimon wäre. Komm, ehrlich, das wird ja auch nur gesagt, weil es ein beliebtes, bösartiges Digimon ist. Also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Richtig dumm ist dann aber, dass Yakushiro noch nicht einmal, vielleicht habe ich es aus Versehen übersprungen, aber eigentlich habe ich die Folge ziemlich genau geguckt. Ich habe halt nur die Digitation so ein bisschen weggeklickt von Agumon. Ich kann mich nicht erinnern, dass Koshiro geguckt hat, auf welchem Level Mugendramon ist. Und ich frage mich auch, warum er das nicht gemacht hat. Aber jedenfalls musste Agumon natürlich erstmal nur zu Greymon digitieren. Der war auch der Einzige, dessen Digitationsszene man gesehen hat. Bei den anderen hat man das alles übersprungen, die haben es noch nicht mal mehr gesagt. Und natürlich klebte Taichi auch wieder an Greymons Kopf fest. Wer hätte es gedacht? Kaum waren sie auf dem Champion-Level, sind sie dann noch alle aufs Ultra-Level digitiert. Das hat man bei allen übersprungen, wir haben nur die Sätze gehört, das fand ich okay. Aber erstmal war da halt sowieso ein Fehler. Also Joe und Mimi waren auf Hikakumon. Kaum ist er zu Tsudomon digitiert, waren sie weg und wenig später saßen sie bei Tsudomon auf dem Kopf. Da hat man wohl vergessen, sie zu animieren. Ich habe aber eh nicht verstanden, warum Mimi unbedingt bei Joe sein musste. Sie hätte ja auch bei Sora sein können oder bei Koshiro, ne? Aber naja. Jedenfalls haben dann alle ganz billig mit ihren Attacken da drauf gehauen und das hat sowieso nichts gebracht. Und ich habe mich immer noch gefragt, Koshiro, warum guckst du nicht einfach mal, auf welchem Level Mugendramon ist? Obwohl man sich das ja denken könnte, wenn es so stark ist, ne? Und wenn ich zwei Digimon im Team habe, die zum Mega-Level können, dann hätte ich das ja jetzt genutzt, aber das dauert ja noch eine Weile, bis sie auf die Idee kommen, komm, wir könnten ja mal Metallgreymon und Veregarurumon digitieren lassen. Naja, es war dann halt so, dass Yamato sich auch kurz daran erinnerte, dass Metallgreymon ja auch mal ein bisschen wie Mugendramon aussah. Darauf ging man nicht weiter ein, kommt wahrscheinlich in der nächsten Folge, dass er das den anderen erzählen wird. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja, und die anderen, wer hätte es gedacht, die wurden dann von Mugendramon getroffen, sind zurückdigitiert und irgendwie hat er wohl ihre, ich sage mal, Ultradaten bekommen und wurde dadurch stärker. Klar, die anderen sind natürlich wieder für den Arsch, die bringen ja sowieso nichts. Ja, und dann sind irgendwann dann doch Metallgreymon und Veregarurumon auf das Mega-Level digitiert. Aber gebracht hat es im ersten Moment immer noch gar nichts. Und statt dass jetzt, wo die beiden Mega-Level da sind, der Kampf richtig gut wird, wird er langweilig. Ich meine, es war sowieso schon scheiße, dass Mugendramon zu Beginn der Folge sofort auftauchte und sie dann einfach nur blindlings digitieren, sich nicht absprechen, keine wirkliche Teamarbeit und Strategie leisten, sondern nur doof Attacken draufhauen. Und jetzt zwei Mega gegen ein Mega und was machen die? Attacken draufhauen. Metallgarurumon hat seine Attacken nicht mal beim Namen genannt und nachdem er zweimal angegriffen hat, stand er nur blöde in der Gegend rum. Er hat sich keine Sorgen und Gedanken um Wargreymon gemacht, nicht mehr als der getroffen wird. Nein, er ist nicht mal dazwischen und hat versucht, ihn aufzufangen oder ihn zu beschützen, weil er hat ja wohl nun mehr Rüstung als Wargreymon, ist ja klar, na, ist ja auch Metallgarurumon, ne? Und ja, erst als Wargreymon erwischt wurde, leuchtet Hikaris Digivice und erst da konnte Angewomon ihn natürlich heilen und hat daraufhin natürlich die Kraft verloren und ist wieder zu Tailmon zurückdigitiert. Und ich habe gedacht, ja klar, heile einen statt die anderen, ne? Ist ja auch nicht wichtig. Und dann hat Taichi auf einmal einen Entschluss gefasst. Er hat dann zu den anderen gesagt, dass er und Wargreymon zurückbleiben und die anderen sollen weitergehen und die kümmern sich halt um Mugendramon. Klar, okay, dass er das für sich entschieden hat und die Musik in dem Moment war cool. Aber ehrlich, er ist trotzdem nur ein 11-jähriger Junge und er hat überhaupt keine Angst. Und warum können nicht zwei Mega-Level gegen ein Mega-Level kämpfen? Ich meine, Mugendramon hat sowieso nur blöde angegriffen und hatte null Charakter und hat überhaupt nicht nachgedacht. Gut, laut Profil ist es ja auch eigentlich nur eine Maschine, die einfach
ja, für die Zerstörung lebt. Okay, aber im Prinzip hätten sie vielleicht zu zweit mehr ausrichten können. Natürlich hat Yamato dann nur gesagt, ja, komm halt heil zurück und hat das dann gemacht und das war's dann. Ja, und natürlich konnte dieses Komodomon auch unter Wasser natürlich da so rumschwimmen und Takeru und Hikari konnten auf dem Deck bleiben, ohne zu ertrinken, weil es auf einmal eine Blase drumherum hatte. Klar. Ja, und dann ging der Kampf, sollte man meinen, richtig los, aber irgendwie auch nicht. Ja, warum der Kampf nicht richtig losging, ist halt die Sache. Ich meine, es ist nicht wirklich viel passiert. Es war halt ein sehr langweiliger Kampf, weil Mugendramon absolut überhaupt nicht überlegt hat und keinen Charakter hat, wobei es ja eigentlich auch nur so eine Maschine ist, die nur für den Kampf und die Zerstörung lebt, und das hat das sehr gut gezeigt. Ich meine, am Anfang ist ja Wargreymon auf Mugendramon zugeflogen und als dann der Shinka-Song anfing, war das auch ein cooler Moment. Aber diese Laserstrahlen, die er abgewehrt hat, das war erstmal billig animiert. Und vor allen Dingen war das auch gar nicht nötig. Die Laserstrahlen waren nur links und rechts von ihm und sind gar nicht richtig auf ihn zugekommen. Also von daher unsinnig. Dann ist er trotz seiner Größe unter Mugendramon hindurchgeflogen und der hat natürlich überhaupt nicht reagiert und auch nicht versucht, irgendwie ihn aufzuhalten oder abzuwehren oder sonst irgendwas in der Art. Dann hat er den Schwanz so ein bisschen zerstückelt, aber es hat nicht ausgereicht. Mugendramon hat ihn daraufhin unter seinem Schwanz begraben. Taichi hat natürlich absolut gar nichts abbekommen und er ist auch nicht von Wargreymon runtergefallen, nix. Wargreymon hat dann den Schwanz durchbohrt und ja, dann hat er eben auch die Raketenschilde eingesetzt. So würde die Attacke zumindest theoretisch heißen, weil es gab ja bei uns den ultimativen Digitationsguide. Das ist ein Buch, was es eben auch in Japan gab, wurde also übersetzt. Und da war auch die Rede, dass er eben seine Krallen auch so abschießen kann. Wurde aber auch schon mal in Digital Monster X Evolution von Wargreymon X eingesetzt. Aber es war trotzdem nett, das nochmal zu sehen. War in Ordnung. Aber im Groben und Ganzen, ich meine, er hat damit die Kanone erwischt. Und dann fallen beide Arme von Mugendramon ab, weil wir nicht mehr so viel Sendezeit haben. Okay. Ja, und obwohl er dann nur noch eine Kralle hatte, die haben sich dann natürlich erstmal die ganze Zeit blöde angeguckt, Standbilder quasi. Mugendramon ist dann auf Wargreymon zugerannt, das sah sehr lächerlich aus ohne Arme. Und Wargreymon ist natürlich auf ihn zugeflogen und hat dann Great Tornado mit nur einer Kralle eingesetzt. Und Taichi klebte immer noch an ihm fest und ihm wurde nicht übel und er ist auch nicht irgendwie heruntergefallen und verletzt wurde er auch nicht, weil, ja, super Kleber und super Taichi, keine Ahnung. Ja, und obwohl dann Mugendramon eigentlich besiegt war, da lag sein Kopf, da sein Oberkörper, haben die Wardemon natürlich noch diesen Overload-Modus eingesetzt. Okay, gut, es ist nur eine Maschine, ist in Ordnung. Und dann hat es immer noch angegriffen und hat diesen Cloud-Server da, also attackiert. Und Wargreymon war auf seinem Oberkörper drauf. Und im Ernst, auch wenn Wargreymon K.O. ist, er hätte doch immer noch darunter springen oder wegfliegen können. Nö, er bleibt da oben drauf, fliegt quasi in den Tod, in Anführungszeichen. Ja, und statt dass Hikari dann irgendwie richtig dramatisch nach ihrem Bruder ruft, sagt sie einfach nur so: Bruder. Ja, und dann war die Folge vorbei. Und ich muss sagen, wenn man genug von Taichi hat, dann kann man die Folge überspringen. Und wenn man genug davon hat, dass so nach 3 oder 4 Minuten der Gegner kommt, den man dann die gesamte Folge über bekämpft, dann kann man die Folge auch überspringen. Sowas haben wir schon oft genug gehabt und Taichi war schon in der vorigen Folge wichtig und der Hauptcharakter und in den anderen Folgen sowieso. Da frage ich mich eh, warum man das Ganze Digimon Adventure Psy genannt hat und nicht einfach Digimon Taichis und Agumons Abenteuer oder so. Es geht ja sowieso immer nur um die. Interessanter wäre es doch gewesen, wenn Joe hier nicht so die totale Lachnummer und ein Volldepp wäre, sondern wenn er mehr in Richtung wie im alten Adventure halt so wäre. Wenn man es gemacht hätte, dass Gomamon bzw. Tsudomon zu Weikmon digitiert, dürfte ungefähr dieselbe Größe wie Mugendramon haben, hat seine Eisattacken und hat ja auch Morgensterne, also Waffen. Und wenn Joe dann gesagt hätte, weil er ja der Älteste ist und auf die anderen aufpassen muss, dass er versucht, Mugendramon aufzuhalten und die anderen sollen sich in Sicherheit bringen, das wäre viel interessanter gewesen. Joe hätte dann eben auch mal einen guten Moment, wo er nicht so scheiße dargestellt wird. Weikmon, wie gesagt, wäre ein würdiger Gegner für Mugendramon und ja, das hätte ich irgendwo noch verstehen können und wir hätten damit was Neues gehabt. So dagegen war es sehr langweilig und es war einfach offensichtlich, dass Wargreymon gewinnt und ja, die Animationen waren auch nicht toll. Aber jetzt seid ihr dran. Was sagt ihr denn zu dem Kampf? Findet ihr, er war gut, er war okay, hätte er besser sein können? Was hätte eurer Meinung nach diese Folge ein bisschen mehr aufgewertet? Ja, und was sagt ihr natürlich dazu, dass Taichi sich opfert? Schreibt es mir wie immer in die Kommentare.